Da ist eine Tür. Was eigentlich, wenn du Jazz spielst und jetzt die Sicht des anderen kennenlernst? Ach so, ja. Pff, das wäre natürlich auch eine Variante, aber ich glaube, dass es nicht, nicht so ist. Vier Darkness müssen wir. Vier Darkness. Wir kommen hier nirgendwo rein. Wir haben schon kurz nach drei. Ah, okay, wir können nicht ausmachen. Vier Darkness, ja. Also wir müssen uns der Dunkelheit entgegenstellen. Da oben brennt noch ein Licht. Okay. Jetzt kommen wir runter. Gehen da noch durch. Deine Zeit ist gekommen. Oh Leute, da ist eine Tür, wo wir anklopfen können. Oh, nehmen wir einfach rein. Hier sind wir am Anfangsraum jetzt. Hier gehen wir rum. Hier ist der Hauptraum. Wir sind von allen Dämonen umgeben. Und es gibt kein Zurück mehr. Beobachtet. Von allen Seiten. Okay, Leute. Es speichert, heißt. Da oben ist der Arsch. Diese Geräusche machen mich so nervös. Dieses komische Kritsch, 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 das ist mega schlimm. Oh. Okay. Wo sind wir jetzt hier gelandet auf einmal? Da ist die große Tür. In der Hölle sind wir jetzt drin. Okay. Kommen wir da irgendwie rein oder so? Nee, ne? Hier gibt's keinen Eingang. Gibt's hier irgendwo einen Weg runter? Auch nicht, ne? Ah, da ist der Hebel. Ein Hebel. Gibt es wieder mehrere Hebel? Ja, da ist der zweite. Da ist der dritte. Gibt es da noch einen vierten? War die gerade eben auch schon da? Ich glaube nicht, oder? Habt ihr noch einen Hebel gesehen irgendwo? Die haben sich wieder zurückbewegt, ja. Ich glaube schon, oder? Brauchen wir noch eine gewisse Reihenfolge oder so? Ne, wir können nichts mehr machen mit den Hebeln. Aber irgendwie fehlt den Hebel oder so?
Wo ist denn der letzte Hebel, Leute? Hä? Laufen wir in die Lava, da ist der bestimmt. Ganz bestimmt ist der da. Der fehlt. Gibt es davon nicht. Haben die vergessen einzubauen. Also ich sehe beim besten Willen keinen letzten Hebel. Also wirklich nicht. Der da? Lol, okay. Pff, okay, haha. Doch gefunden. War der echt da oben die ganze... Das ist aber okay. War der echt da oben die ganze Zeit? Oh, nö. Er muss wirklich in die Lava. Schnell rüberlaufen. Was ist denn das hier überhaupt? WTF? Voll dämonisch alles jetzt hier. Was? Pff. Wieder zurück? Okay. Jetzt müssen wir hier die verschiedenen Sachen machen. Das ist wohl der letzte Raum hier. Sonntag, 4. März. Es ist Zeit. Jetzt ist die Nacht, wo ich dem Ganzen ein Ende setze. Okay. She will not cause me any more grief. Also sie wird mich nicht mehr, nichts mehr zerstören. Sie wird mein Leben nicht mehr zerstören und dann werden die Stimmen irgendwann aufhören. Und dann bin ich auch in Frieden, in Ruhe und hab endlich mal Frieden, ja. Ich werde diesen Stimmen entkommen und ich kann nicht mehr leben mit diesen Stimmen. It's time, Jazz, it's time. Es ist an der Zeit, Jazz. Whee, Baumel. Da liegt, glaube ich, Jazz auf dem Boden. You took the weapon and shot her death, okay. Die haben sie also erschossen und dann haben wir mit unserem Seil sie aufgehangen. Uns aufgehangen. Samstag, 3. März. Blast, my plan has to wait. Okay, scheiße, mein Plan muss warten. Ich bin wieder zu Hause, aber Jess war nicht da. Ich habe gewartet und gewartet, aber sie ist einfach nicht nach Hause gekommen. Ich versuch's einfach morgen. Ich wette, sie ist mit diesem Typen weg, ey. Macht mich einfach so wütend, daran zu denken. Da ist irgendwas wieder, was wir aktivieren können. Da müssen wir auch was aktivieren. Da kommen wir nicht rein. Können wir auch nichts mitmachen. Können wir die... Oben ist ja alles zu wieder. Die können wir auch nicht nehmen. Die Kerze auch nicht. Warum ist denn wieder alles zugegangen auf einmal?
als wir da reingegangen sind. Gehen die an der Zeit zu? Haben wir noch irgendwo etwas zum Öffnen mit... Warum? Vielleicht müssen die Klamotten ordnen. Ganz bestimmt. Tick, 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 tick. Klamotten ordnen. Blau, rot. Hä? Ich weiß nicht, Leute. Aber diese Sachen gehen immer wieder zu irgendwann. Jetzt. Also sobald wir da hingehen, geht das zu, oder was? Ja. Ich kann ja nichts anordnen, Leute. Ha. Andere Stange. Die da meinst du? Nein, ich muss hier nichts ordnen. Ist das hier Jazz? Kann ich mich aufhängen oder so? Hä? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir müssen hier irgendein Rätsel lösen. So war es ja dann quasi immer, wenn hier so... Wenn hier irgendwie sowas war mit diesen schwarzen Dingern, mit den roten Dingern. Hallöchen, Olero, was geht? Tja, Leute. Ab hier geht das hintere zu. Was ist hinter dem Bild? War da vielleicht was? Nee, ich glaube nicht. Da habe ich nichts gesehen hinterm Bild. Nur so eine Stange halt, aber die hält ja nur das Ding hier fest. Müssen wir vielleicht dieses... Hä? Ich muss jetzt linke Maustaste drücken, oder wie? Zum allerersten Mal im Leben. Ich habe immer E gedrückt, bei allen Sachen. Und jetzt die linke Maustaste auf einmal. Alles klar. Ich spamme jetzt meine linke Maustaste. Ach, dann können wir auch was schreiben, oder wie? Alles klar. Müssen wir vielleicht Spiegel oder so nehmen? Aber ich glaube, es macht auch keinen Sinn, oder? Wir müssen auch linke Maustaste drücken. Oh Gott, ich raste hier aus. Ey, das musste ich nie benutzen, ne? Auf einmal muss ich linke Maustaste benutzen. Wirklich, immer war es eh. Bei allen Sachen immer eh. Und jetzt linke Maustaste. Ist klar. Spiel ist klar. Ich hab die ja extra gedrückt auf E halt, weil ich immer E drücken musste. Ah, painful sin.
Dankeschön, Thomas, für deinen 28. Monat Resub. Vielen lieben Dank. Oh nein. Ho! Oh ho! Kurz mal hängen bleiben. Oh. Laden uns auf. Dieses Spiel wird immer crazier. Crazy. Okay. Jetzt gibt's hier keinen Zurück mehr. Wird irgendwie sehr kurios. Und ich kann nicht laufen. Bei so einem großen Raum ist es halt voll doof. Da vorne ist das Vieh wieder. Finale wartet auf uns, Leute. Hier im Nether von Minecraft. Es laggt. Hallo? Es laggt, glaube ich, gerade. Hallo? Hallo? Lädt es gerade einfach nur, wenn es kann auch nur laden, weil am Anfang hatten wir auch so ellenlange was abgestürzt, oder? Ich weiß nicht, was ich mache. Warte mal kurz, Leute. Ich muss, glaube ich, mal ganz kurz quitten, das Spiel. Komplett und nochmal neu starten. Es geht nicht anders. Mal abchecken, ob es was bringt oder so. So, wir laden mal das Spiel, Leute. Und checken mal ab. Da sind wir. Oh, die Maus empfinde ich als wieder des Horrors. Schnell. Jetzt aber, Leute. Aber jetzt wirkt das Ganze ein bisschen besser und realistischer und mehr Effekte.
Was ist hier los? Viel mehr Effekte als eben. What the fuck? Es wirkte eben so richtig schlecht. Aufgelöst. Gerade ist es richtig. Nee, das ist nicht etwas, was hier in Discord stand. Das ist ein anderes Spiel. Das ist Silent Descent. Lol. Irgendwie war das eben nicht alles gerendert. Kann das sein? Ich glaube, eben war das einfach nicht gerendert. Oder doch? Nicht? Das ist wieder zu Ende hier. Ah. Okay. Wie viele hier sind einfach. Aber ihr müsst es nicht da noch durch oder so, oder? My child. Der eine war ja auf Krücken, ja. Okay. Jetzt sind wir auch einer von denen. Ja, Leute, Silent Descent, ne? Haben wir geschafft. Ich fand das Spiel eigentlich gar nicht so scheiße. Am Anfang hat es schon Spaß gemacht, die ganzen Räume zu entdecken, um ehrlich zu sein. War schon sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. War cool, um ehrlich zu sein. Am Ende wurde es schon ein bisschen so horrorlastig und ja, weiß ich nicht, ob das dann noch so geil war. Aber eigentlich war das, ja, oder waren die ganze Zeit das Spiel? Das kann natürlich auch sein, dass wir die ganze Zeit waren. Kann natürlich auch sein, wenn man das so sehen will. Wir wurden irgendwann eingenommen. Spätestens als wir in die Horrorwelten gekommen sind wahrscheinlich. Ja, thank you for playing. Und, wenn es dir wirklich auf YouTube kommen sollte, dann bedanke ich mich bei YouTube fürs Zusehen. Und machen wir ein bisschen im Stream ja weiter.